Mama, was will denn der Bagger da? Oh nein, ich hoffte, das würde nicht passieren. Was meinst du mit das? Sie wollen unser schönes Jossolatal mit Beton vollkippen, damit da Autos fahren. Diese Blechteile mit viel mehr Pferdestärken als wir. Igitt, die stinken doch und machen ganz viel Lärm. Wo sollen die denn langfahren? Da unten an der Straße zweigt es ab und geht dann zu uns hier hoch. Guck, da stehen wir. Dann sausen sie ins schöne Tal. Ganz böse für uns und das Martinsheim. Zerstörte Landschaften, das Aus für geschützte Arten, der Sonnenhof mit seinen Pferden in der Existenz gefährdet, das Martinsheim, Wohngebiete und die Grundschule verlärmt und vom attraktiven Umland abgeschnitten, der Erholungsraum des nun kaum noch nutzbar. Warum soll eine solche Straße in Klimawandelzeiten gebaut werden? Zu viele Autos, sagen die PlanerInnen, Bundes- und Landesregierung und die Gemeinde Reiskirchen. Aber deren Zahlen sind gefälscht. Sie behaupten 13.100 Autos pro Tag in Lindenstrut und 16.800 in Reiskirchen im Jahr 2020. Wir haben gezählt. 2024 waren es 7.417 in Lindenstrut und 10.413 in Reiskirchen. Um knapp 77 bzw. gut 61% liegen die Zahlen falsch, aufgrund derer die Straße beschlossen wurde. Das war kein Irrtum. Im Jahr 2014 zählten die PlanerInnen nach und merkten, dass der Verkehr ab statt zunimmt. Darauf zeichneten sie diese Kurve, erst weniger Wachstum, dann sogar eine Abnahme, aber danach soll es plötzlich wieder viel mehr werden. Eine Begründung fehlt. Mit dieser Lüge ist die Straße legitimiert und rechtlich durchgeboxt worden. Reiskirchen und das Gießener Umland sind betoniert genug. Die Stärkung der Bahnlinie mit Haltepunkt in Lindenstrut, ein gutes Fahrradnetz, Verkehrsberuhigung und ortsnahe Versorgung sind wirksamer, billiger und umweltfreundlicher. Der verbleibende überörtliche Verkehr kann über die parallele A5 fließen. Helft uns, diesen Wahnsinn zu stoppen. Für Mensch, Umwelt und für uns Vierbeiner.